Was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Akkus und Batterien, wenn wir sie irgendwann nicht mehr brauchen? Hi, ich bin Meru und heute beschäftige ich mich damit, wie zum Beispiel E-Auto-Akkus und solche ganzen Sachen recycelt werden. Akkus werden nämlich immer mehr zum Problem für unsere Umwelt, aber unser modernes Leben ist eigentlich jetzt schon fast undenkbar ohne sie. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar alte Telefone, Controller, Lautsprecher, Lampen oder Kopfhörer. Und es ist ja auch total praktisch, dass es das gibt. Wie nervig war es, als damals alles noch ein Kabel hatte. Auch Fahrzeuge setzen zukünftig immer öfter auf Akkus. Und wie lange so ein Akku hält, hängt davon ab, wie viele Ladezyklen er durchmacht oder wie schnell er aufgeladen wird. Bei Geräten, die klein sind und wo man den Akku nicht austauschen kann, ist das natürlich ein Problem, was die Umwelt angeht. Und deswegen sind diese hier, auch wenn ich sie selbst gerne benutze, überhaupt nicht nachhaltig. Das Problem ist, dass Lithium-Ionen-Akkus heutzutage nur sehr schwer zu recyceln sind. Aber neue Verfahren versprechen Abhilfe. Ein Unternehmen in Braunschweig recycelt E-Auto-Akkus mittlerweile mechanisch. Dabei lassen sich so 70-90% der Rohstoffe neuer Nutzung zuführen. Zunächst werden die E-Auto-Akkus dafür tiefenentladen und die Energie sogar im Werk weiterverwendet. Danach baut man sie auseinander und am Ende schreddert man sie. Aus dem Geschredderten kann man dann diese Rohstoffe wieder rausgewinnen. Das Gute ist, bei dem Verfahren sollen weder Treibhausemissionen noch Giftstoffe freigesetzt werden. Bis solche Methoden flächendeckend eingesetzt werden können, wird aber noch einige Zeit vergehen. Das Leben einer E-Auto-Batterie ist ziemlich stressig. Das ständige Hin und Her zwischen Beschleunigen und Rekuperieren beansprucht sie ziemlich stark. Nach etwa 2000 Ladezyklen verringert sich ihre Kapazität auf 70-80%. Aber als gleichmäßiger stationärer Energiespeicher ist sie dann immer noch bestens geeignet. BMW und Vattenfall arbeiten zusammen an neuen Verfahren, um die Lebenszyklen von E-Auto-Batterien enorm zu verlängern. Hier werden hunderte von E-Auto-Akkus zusammengeschaltet und als Speicher für Solar- und Windenergie benutzt. Die Akkus müssen also nicht direkt aus dem Auto auf den Recyclinghof, sondern ihnen wird eine Art Second Life geschenkt. Daumen nach oben, wenn ihr findet, dass das eine gute Idee ist. Solche Anlagen können Schwankungen und Bedarfsspitzen in Stromnetzen ausgleichen. Ähnliche Systeme soll es auch für Privathaushalte geben. Denn eine einzige E-Auto-Batterie mit 20 Kilowattstunden reicht als Energiepuffer für einen Einfamilienhaushalt völlig aus. Andere Projekte, wie zum Beispiel das Startup Nunam, verwerten gebrauchte Akkus, damit sie in Gebieten mit besonders schwacher Infrastruktur als stationäre Energiespeicher verwendet werden können. Wichtig ist eben, dass wir jetzt schon die Weichen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft stellen. Der E-Auto-Boom geht ja jetzt gerade erst los. Bis die Akkus im großen Stil verwertet werden können, dauert es also noch ein bisschen. Am Ende soll die Kreislaufwirtschaft ungefähr so aussehen. Der erste Schritt ist die Produktion der E-Auto-Batterie. Am besten natürlich unter der Verwendung von recycelten Rohstoffen. Der zweite Schritt ist dann die Verwendung im E-Auto. Hier ist hohe Effizienz gefragt. Nach einigen Jahren folgt dann die Verwendung als stationärer Energiespeicher. Am Ende des Zyklus erfolgt dann das Recycling mit möglichst CO2-armen Verfahren. Die gewonnenen Rohstoffe werden dann wieder der Produktion zugeführt. Damit ein solcher Kreislauf funktioniert und die Unternehmen sich engagieren, muss er sich natürlich auch wirtschaftlich tragen. Wenn die Menge stimmt, werden die Firmen aber irgendwann vielleicht auch Geld dafür bezahlen, die Batterien verwerten zu dürfen. Denn die Rohstoffe sind begrenzt verfügbar und schwer zu gewinnen. Die Nachhaltigkeit von Akkus hängt also auch maßgeblich von der Länge der Nutzung ab. Bei Elektroautos geht man aktuell von so circa 10 Jahren aus. Und durch ein Second Life kommen nochmal 10 Jahre dazu. Zukünftig wird die Forschung dafür sorgen, dass Batterien noch effizienter und langlebiger werden. Wenn es dann noch mit dem Recycling klappt, dann verbessert das natürlich die CO2-Bilanz von Elektroautos stark. Wenn ihr noch weitere Videos zum Thema Nachhaltigkeit und bewusst leben sehen wollt, dann bleibt einfach auf dem Kanal. Bis dann, ciao!